Wir haben hier schon leicht diese Sommersprossen obendrauf, haben aber immer noch, wenn man ein bisschen rumdreht in den Silvanerträubel, immer noch so grüne Reflexe, was uns später Strahlkraft gibt, was uns Mineralität gibt, Reduktivität. Also die sollen nicht zu überreif sein, die Beeren. Na, und da sind wir jetzt genau auf dem Punkt, wo es wirklich Zug hat. Es hat Spannung, es hat Frische, ne? Und aber trotzdem wieder dieses leicht Opulente vom Silvaner. Perfekt. Mein Name ist Karl Brandt, bin seit 14 Jahren im Bürgerspital, Leiter für Weinbau und Önologie, das heißt seit 6-7 Jahren zuständig für die komplette Weinbau und die Önologie im Bürgerspital. Also die Weinlese selber ist natürlich die Krönung der weinbaulichen Arbeit, weil wir jetzt die Trauben ernten dürfen. Eine wahnsinnig stressige Zeit, wo wir uns echt fokussieren müssen und wo es nur mit Spaß und mit Freude geht, damit wir auf dem Punkt bei jeder Parzelle, die wir ernten, vor allem bei diesem Weinberg, dann das Beste herausholen. Der Würzburger Stein und vor allem auch die Würzburger Steinhafe, wo im Alleinbesitz des Bürgerspitals ist, ist einer der größten und berühmtesten Weinberge der Welt. Es ist einfach so. Dort kommen die größten Weine her und gerade mit dem Kriterium VDP große Lage unter den Qualitätskriterien des Verband Deutscher Prädikat. Katzweingüter und natürlich auch jetzt im Blick auf Bürgerspital, Monopollage im Alleinbesitz, ist das hier einfach, mehr geht nicht. Die Traube hat jetzt die ganze Vegetation hier ihre Ruhe. Das ist hier in ihrer Oase in der Steinhafe drinnen und dann muss ich sie sanft da herausnehmen. Und das heißt, ich lege die sanft in die Wanne und probiere, dass die Traube möglichst unversehrt in die Kellerei kommt. Das ist das A und O. Wir haben jetzt eine Chance, 2 Wochen den besten Wein in unserem Haus zu machen, den größten Silvaner. Und dann sind sie aufgeregt, da haben sie Adrenalin. Und abends sind sie aber auch wieder entspannt. Und dieses Gefühl brauchen sie, um was Tolles zu machen. Das ist eigentlich schon der Ritterschlag, sag mal gerne. Also man lernt den Beruf Winzer, weil man es von der Familie zu Hause mitgegeben bekommen hat. Und dann hat man immer als Kind schon rangestrebt, dann will man mal in einem Spital arbeiten. Und wenn man dann in einem Spital noch in einer verantwortlichen Position sein darf, dann ist das, glaube ich, der ganze Stolz, den man hat. Und gemeinsam dann mit dem Team hier große Weine für Traditionen, für Geschichte zu produzieren, das ist, glaube ich, sehr nachhaltig und das erfüllt mich. Der nächste Schritt jetzt, wenn die Trauben in der Wanne sind, geht es dann über den Traubentransport schonend in die Kältehalle und wird an den Kellermeister übergeben. Die Trauben von unserem Steinhafe große Gewächs kommen jetzt in Boxen herangefahren und dann werden sie praktisch über die Abwehrmaschine abgekippt und das Stielgerüst wird getrennt. Das Stiel ist so ein rappiges Gerüst, ne? Und es hat sehr kleine Bitterstoffe mit dabei, die wollen wir nicht haben. Also wir machen hier wirklich den großen Wein ohne die Rappen, ohne das Stielgerüst rein aus der Beerenhaut und dem Fruchtfleisch. Der Unterschied zu einem einfachen Wein ist jetzt, dass wir diese Trauben im Traubensaft bis zu 24 Stunden stehen lassen, damit sich aus der Beerenhaut das Gelbe, das Terroir des Berges, die Fruchtigkeiten, auch die Länge, der Druck am Gaumen herauslöst, dass wir mit am Ende dieses perfekte große Gewächs erreichen. Die große Motivation bei diesem großen Gewächs ist einfach, jedes Jahr besser zu werden und nochmal eine Schippe obendrauf zu setzen. Wir haben damit schon große Preise gewonnen, aber das heißt, jetzt ist noch nicht Schluss. Wir müssen das Rädchen weiter drehen und schauen, wie können wir die Qualität weiter verbessern, um immer ganz, ganz oben an der Spitze mit dabei zu sein. Dort gibt es keinen Stillstand, sondern immer wieder innovativ dieses große Gewächs weiter herausarbeiten. Das ist auch unser Antrieb, was uns Freude an diesem Wein macht.